Sie sind hier, 3. Oktober 2018, 20.48 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Nehmer und Co. Zerlegten Rotterstern Belgrad in alle Einzelteile. Urheberrecht Getty Images. Paris, Paris Saint-Germain überrollt Rotterstern Belgrad in der Gruppe C. Neymar trifft dreifach, und auch Marco Marin hinterlässt eine Duftmarke. Kantersieg für Paris Saint-Germain. Das Team von Trainer Thomas Tuchel hat Rotterstern Belgrad in der Gruppe C mit 6:1 überrollt. Anzeige: Champions League live bei DAZN. Jetzt kostenlosen Probemonat sichern. Angeführt von Superstar Neymar besiegte die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel nach der 2:3-Niederlage zum Auftakt bei Jürgen Klopps FC Liverpool in der Gruppe C den serbischen Meister Rotterstern Belgrad souverän mit 6:1, 4:0. Tabelle der Gruppe C. Bei PSG wurde Nationalspieler Julian Draxler in der 82. Minute eingewechselt. Neun Nationalspieler Thilo Kehrer kam in der 76. Minute ins Spiel. Neymar überragt mit Zauberfreistößen. Neymar sorgte mit einem schnellen Doppelpack früh für klare Verhältnisse. Erst zirkelte der 26-Jährige einen Freistoß aus etwa 22 Metern perfekt ins linke Eck. 20. Nur 2 Minuten später vollendete er ein Zusammenspiel mit dem französischen Weltmeister Kylian Mbappé. Kurz vor Spielende 81. versenkte Neymar einen weiteren Freistoß ideal im rechten Winkel. Es war sein 30. Tor im 49. CL-Spiel. Spielplan und Ergebnisse: twitter.com/psg-status/1045756105646437990904. Noch vor der Halbzeitpause machten Edinson Cavani nach einem abgefälschten Schuss 37. und Angel Di Maria 42. gegen völlig chancenlose Belgrader alles klar. Marin hinterlässt Duftmarken. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mbappé 70. nach einer herrlichen Kombination, ehe kurz darauf der ehemalige deutsche Nationalspieler Marco Marin 74. den Ehrentreffer für die Serben erzielte. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker Anzeige. Jetzt das Trikot von Paris Saint-Germain kaufen. Hier geht es zum Shop. Am 3. Spieltag empfängt PSG den italienischen Vizemeister SSC Neapel mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Von Sportinformationsdienst.